Doppel-A, König, Herz, Pik. Merken. Doppel-A, König, Herz, Pik. Doppel-A, König, Herz, Pik. Jawohl, seht ihr, so einfach ist das Rätsel zu lösen. Ich weiß gar nicht, ob es dafür irgendeinen Hinweis gibt. Ich hatte bloß so was in Erinnerung, mit der Zwillinge also immer irgendwas mit Gegensätzliches, dachte ich. Wir haben so und dann passte das auch auf einmal. Und naja, viereckiger Kasten, viereckiger Würfel, na, was tut man da, ne? Bam, Alfred. Sieht nicht mehr ganz koscher aus. Der Ring ist nicht ohne Grund extra im Vordergrund gerufen. Dann nehmen wir uns direkt mal mit den Ring, dann haben wir nämlich schon mal den blauen von Alfreds Ring genommen. So, und da prüfen wir direkt hier eine... Ja, und haben schon das erste Juwel für dieses Bilderrätsel, nenne ich es mal. Da, wo schließlich die Juwelen eingesetzt werden sollen. Auch vielleicht merken, Alfred hat den blauen. So, der hat den blauen. Jetzt gehen wir erstmal auch auf die gegenüberliegende Seite. Ach ja, ich wollte ja hier das Kräutlein nehmen. Aber ich glaube, ich nehme es noch nicht. Also eins von beiden werde ich gleich auf jeden Fall benutzen, unabhängig davon, wie viel Schaden wir jetzt hier nehmen werden. Einfach aus Platzengründen. Da liegt ja noch mehr grünes Kraut rum. Also das ist ja unglaublich. Hier wird man ja richtig verwöhnt. Ja, Zombies, Zombies. Ja, Zombies, Zombies. Ja. Nicht im Ernst. Schon sagen, ja, das geht aber irgendwann mal zu weit, mein Lieber. Ja. Ja, das war ganz toll. Eigentlich war es doch nicht so gut, jetzt schon alles zu verballern. Aber wenn ich mal gerade überlege, wir kriegen nämlich noch einen fieseren Gegner. Erstmal mache ich den ja weg. Weg, weg mit dir, mein Freund. Bleib liegen, habe ich gesagt. Ist aber... schon sagen, irgendwann ist auch gut, mein Lieber. Irgendwann ist auch gut hier. Ach, da liegt noch eine Munition. Ist ja schön. Allerdings müssen wir dafür einmal hier rumgehen und haben noch mehr Pistolenmuni. Hui, jetzt überlege ich gerade. Die Ameisenkönigin ist tot. Ach, da liegt eine drauf. Ja, Königin tot, Ameisenhügel platt. Ja, ist ja schön. Hauptcomputer ist aber aus. Und hier, was haben wir hier Schönes? Eine Petroleumlampe. Ja, das klingt doch gut. Benutze. Ja, sieht doch gleich schon viel wohnlicher aus, so schön hell. Ich meine, gut, das sah schon vorher sehr extrem aus, dass man es nehmen konnte. Und da haben wir es schon, der Forschungsbericht über Ameisenkönige. Nachdem ich in den Gen einer Ameisenkönigin auf die Überreste eines uralten Virus gestoßen bin, habe ich meine Forschung auf Ameisen konzentriert. Das Ökosystem der Ameisen erscheint mir einfach ideal. Es gibt nur eine Königin in jedem Ameisenhaufen und alle Soldaten, Arbeiterameisen sind Sklaven der Königin, der sie ihr ganzes Leben widmen. Ist soweit richtig, meines Wissensstand nach. Habt ihr also toll recherchiert? Der Tod der Königin ist zugleich der Untergang des Ameisenhaufens. Ja, haben wir gerade gesehen. Arbeiter und Krieger hingegen sind leicht zu ersetzen. Solange die Königin am Leben bleibt, das spiegelt exakt die Beziehung zwischen mir und dem ignoranten Rest der Menschheit wider. Ich habe den idealen Virus erschaffen, indem ich einfach die Gene der Ameisenkönigin in den Muttervirus injizierte, den Spencer gefunden hat. Okay, ich dachte zuerst, der Virus wäre in der Ameisenkönigin gewesen. Jetzt haben die erst mit dem Muttervirus, also der T-Virus, genommen und haben dort die Gene der Ameisenkönigin injiziert. Also was denn? Gehen wir nochmal kurz zurück. So. Nachdem ich in den Gen einer Ameisenkönigin auf die Überreste eines uralten Virus gestoßen bin. Ja, was denn nun? War die jetzt in der Überreste einer Ameisenkönigin oder was hat Spencer da gefunden? So, gut, wo waren wir denn? Ich habe hier, wir sind, gut, hier waren wir, geht direkt jetzt weiter.
Ich habe meinen ansonsten nutzlosen Vater als Testobjekt benutzt. Doch wie ich schon vermutet hatte, bewirkt der Virus eine schnelle Veränderung in seinen Zellen, wodurch sein Gehirn und sein Körpergewebe völlig zerstört wurden. Dabei entstand in seinem Körper ein spezielles Giftgas, gegen das die blauen Kräuter völlig wirkungslos waren. Daher habe ich für Notfälle ein Gegenmittel gemischt und es im Chemie-Waffenlager auf Ebene B2 gelagert. Ja, das ist die Stelle da, wo alles so schön brennt. Werde ich aber gleich noch zeigen. Ich habe beschlossen, diesem Virus mit einem unvorstellbaren Potenzial den Namen T-Veronica zu geben. Sobald ich noch herausgefunden habe, wie ich die Macht dieses wunderbaren Virus benutzen kann, ist meine Forschung endgültig abgeschlossen. Alexia Ashford. Also wir sehen jetzt schon, wer die Hosen in der Geschwister lieber anhatte. Oder mehr als eindeutig. Ja, da müssen wir hin, richtig, zum Transportterminal Antarktis B2F. Wie wir da hinkommen, geht ganz einfach. Das heißt ganz einfach, ist relativ leicht erreichbar. Jo, ist ja schön, die Veronica. Ach, nerv mich doch nicht. Schon wieder so ein Kriecher. Ach komm. Wir haben es doch hier. Wir haben es doch dicke mit unserer Knarre. Ich ärgere mich jetzt wirklich bloß, dass ich mir keine ein, zwei Schüsse für die Shotgun aufbewahrt habe. Ich hoffe mal, das wird mir nicht zum Verhängnis werden. Boah, nehme ich noch was mit. Ah, was soll's, was soll's. Also brauchen tun wir das, denke ich mal, auf jeden Fall. Da Blaukrautgemisch. Wieder diese ekelhaften Viecher. Ja, ja, ist so schön. Ach, einen Flügel sollten wir auch auf jeden Fall mitnehmen. Jetzt können wir es ja tun. Oh, ich hasse diese blöden Ameisen. Vor allem, warum sind das alles solche Königin-like Viecher? Man sollte nicht, was hat dann nur die Königin so wirklich, die Flügel und deren, ja, ich sag mal, Ableger, die auch mal irgendwann zur Königin werden. Oder wird nicht eine normale Ameise zu können? Ach, ich weiß halt nicht. Da geht mir zu sehr ins Detail rein, wovon ich kein bisschen Ahnung habe. Ihr rechte Auge hatten wir noch nicht. Diesmal behalten wir auch das rote Juwel. Und nehmen die Munition mit. Ich weiß mich nicht, ob wir das rote Juwel noch brauchen, aber ich nehme es mal einfach mit. Kann ja schließlich sein, ob wir diese Hälfte brauchen oder auch nicht brauchen oder überhaupt irgendwas hier ist. Das hier ist übrigens aus Resident Evil 1, ist sogar wirklich sehr gut nachgebaut worden, dafür, dass es hier alles ja in Echtzeit berechnet wird. Ja, Resident Evil Code Veronica X bzw. Code Veronica war der erste Teil, der komplett in 3D berechnet wurde. Die anderen, die hatten ja mehr, sag ich mal, feste, starre Hintergründe. Und da wurden nur die Figuren und beweglichen Objekte gerendert. Was man, ich sag mal, den Unterschied hat man doch schon sehr gut gesehen. Aber ist ja auch alles nicht ganz so tragisch. Was wir jetzt erstmal machen. Ich überlege gerade, welchen Weg wir jetzt am besten gehen werden. Kommen wir nochmal hier rein? Doch, doch. Also, wir nehmen jetzt erstmal die Bazooka mit. Warum werden wir hier noch sehen? Sicher ist sicher. Komm, das können wir hier ablegen. Das brauchen wir gerade nicht. Wir nehmen lieber das dafür mit. Und das kommt natürlich auf jeden Fall raus. Genauso wie die Steinchen. Das brauchen wir. Brauchen wir theoretisch gesehen nicht. Ich nehme es trotzdem mal zur Sicherheit mit. Aber eigentlich ist die Pistole für da, wo wir jetzt hingehen, eigentlich nutzlos. Beziehungsweise wird nicht wirklich benötigt. Aber wir haben doch den Platz. Dann sollten wir den auch nutzen. So, ihr wisst ja, was wir jetzt noch holen wollen, ne? Das Serum. Give me the serum. Jetzt überlege ich gerade, müssen wir geradeaus? Ich meine schon. Könnt natürlich erstmal hier einen Platz rumlaufen. Na komm, wir laufen jetzt erstmal kurz hier einen Platz rum. Hier ist jetzt überall Licht. Und deswegen sehen wir jetzt auch was funkeln. Eben weil hier jetzt ja Licht ist. Da in der Ecke war nichts. Das ist auch generell ein bisschen dumm. Ich bin echt am überlegen, ob ich das vielleicht ein bisschen aufwerten soll. Ja, schön Klapperpferdchen. So, und damit haben wir auch schon den dritten Flügel gefunden. Da fehlt dann nur noch einer. Ich bin mir nicht sicher, ob hier im Wasser noch was liegt. Ist ja auch egal. Wie gesagt, wie mit dem Feuerlöscher aussieht, keine Ahnung.
um damit die Flammen zu löschen. So, aber erstmal müssen wir auf jeden Fall hier rein.